Ab in Urlaub. Ab in den Urlaub. Hi, willkommen zurück zu Jutke Dizzy mit mir als Gastgeber, Jutke Dizzy und Chat aus der Vergangenheit, der jetzt in die Zukunft reden kann. Und die Zukunft kann mit der Vergangenheit reden. Ist ein wunderschönes Gimmick. Fantastisch. Also, wir haben heute mal wieder für Sie ein wunderschönes Potpourri zusammengestellt. Es könnte eventuell sein, dass wir alles dabei haben. Wir können wirklich alles dabei haben. In der ersten Folge haben wir für Sie gleich mal vorbereitet ein fantastisches Rennen auf Donington, Großbritannien. Ist ja sehr bekannt für seine sehr engen Strecken, nicht viel Platz und viel badabum, badabang. Und eventuell haben wir jetzt gleich hier für Sie im ersten Fall ganz viel badabum, badabang. Und meistens, also in den meisten Fällen, findet das badabum, badabang schon statt, bevor wir überhaupt irgendwo hingefahren sind. Und vielleicht ist es auch dieses Mal der Fall. Bei wunderschönem, grauem Wetter und eintönigem Himmel auf der Start-Zielgeraden. Schauen wir in das Videomaterial mal rein. Es geht nicht gut los. Oh, hier ist noch sehr rücksichtsvoll. Nope, 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 nope. 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 Der freut sich natürlich. Ich sehe gerade, dass das viel zu lang ist, aber das geht. Ich denke mal, das ist mehr als nur ein Massencrash und wir sind uns wirklich alle einig, dass das definitiv kein Rennunfall ist, weil ich das nämlich gerade lese. Ich glaube, die Frage, wer hier wen reportet hat, spielt eigentlich keine Rolle. Alle, die da involviert waren, hätten reporten können. Und der BMW, den wir gerade sehen, hat den McLaren reportet, der angeschoben hat. Und auch das muss man dazu sagen, so dumm auch diese Situation ist, auch das kann mal passieren, sich an der Stelle mal zu verschätzen. Denn man ist im Startprozedere sehr aufgeregt. Die meisten Menschen sind sehr aufgeregt. Man möchte so viel wie möglich aufholen, keine Plätze verlieren. Und dann kann man sich halt auch einfach mal dezent verbremsen. Ist nicht geil, sind wir uns alle einig, ist nicht geil, gibt eine Strafe für. Kann aber auch trotzdem passieren. Es ist einfach nur menschlich, kurz mal auf der Bremse ja, zu pennen. Ist hier an der Stelle übrigens ein Urlaub für Lap 1 und Massencrash. Das gibt 3 Tage Pause zum Nachdenken. Mit einem Safety Rating abgezogen. Ab in Urlaub. Ab in den Urlaub. Fall 2. Oh no. Oh no. Wir sind in Barcelona. Runde 1. Causing a collision. Oh no. Es ist fantastisches Wetter übrigens in Barcelona. Es ist fantastisches Wetter in Barcelona. Ich muss hier gerade einmal ganz kurz gucken, ob das alles passt, weil es ist wieder ein etwas breiteres Videoformat. Oh, Runde 1 und wir stehen auf Startziel, meine Damen und Herren. Okay. Wir gehen rein. Ich bin vorbereitet. Da bin ich mal sehr gespannt, was die Damen und Herren im Gerichtssaal sagen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ja.
Es stand noch nichts von dem, was entschieden wurde im Saal. Pass mal auf, ganz simpel. Lasst uns das mal ganz kurz durchgehen, alle Mann. Weil so einige Sachen standen schon drin. Wenn wir uns das jetzt hier ansehen. Dann haben wir jetzt hier eine Situation von 3 White. Jetzt könnten wir wieder ganz laut losschreien. Oh, Radar, dies, das, Ananas, Platz lassen, hast du nicht gehört und so weiter und so fort. Das hier ist übrigens vollkommen legitim. Das hier ist legitim. Hier wird jetzt natürlich sehr eng gefahren. Also der macht ja wirklich sehr eng, als wenn sie nur zu zweit fahren. So, aber wenn wir ein Stück zurückspulen, muss der hier drüben noch nichts von dem hier hinten wissen. Also der kann den sehen, aber den da drüben sieht er nicht. Und fährt halt seine normale Linie und dadurch kommt es dann zur Rangelei. Richtig, sieht man auf dem Radar. Gibt auch Menschen, die fahren ohne Radar, Triple Screen und so weiter und so fort. Kann auch vorkommen. An der Stelle. Wir haben uns jetzt gemeinsam hier an der Stelle, nachdem wir uns das wirklich sehr lange angeguckt haben, haben wir uns dazu entschlossen, dass das ein Rennunfall ist. Das ist wirklich ein Rennunfall, weil das hier wirklich auf eine sehr beschissene Art und Weise hat der hier draußen keine Chance, die beiden zu sehen. Bei denen war genug Platz und der ist halt reingezogen. Es ist, am Ende ist es ein Rennunfall. Es ist sehr unglücklich gelaufen für die drei, was natürlich jetzt für den BMW hier hinten auch scheiße läuft. Was für den BMW hinten auch scheiße läuft. Aber am Ende des Tages ist es ein Rennunfall. Warum der McLaren da noch schiebt und nicht die Bremse drückt an der Stelle, das muss man auch mal mit anmerken. Also das sieht man ja hier. Er bremst leider gar nicht, sondern lässt das laufen und bremst erst sehr, sehr spät, als sein Auto sich dreht. Finde ich jetzt persönlich auch nicht so prickelnd. Aber das können wir in dem Moment einfach nicht ahnden. Das geht nicht. Also, es ist ein Rennunfall an der Stelle. Und das gibt ein No Further Action. Abgeschossen, der Flummi. Bremsen, also weil ich das immer relativ häufig lese, das Bremsen oder das Nichtbremsen kann man nicht ahnden. Das steht nirgendwo im Regelwerk und ne? Das Regelwerk ist das Regelwerk. Da müssen wir uns dran halten. Und man kann auch immer nur das Reportete ahnden und nicht das Nicht-Reportete. Das funktioniert nicht in dem System. Und das kann man auch nicht mit reinnehmen in die, wie sagt man, Beweisaufnahme. Wir sind mal wieder in Barcelona. Es ist arschdunkel, es ist sehr heiß und wir fahren auf eine sehr heiße Stelle zu. Man könnte fast sagen, wir sind auf 500 Meter German Autobahn mit dem grauen Schild und dem schwarzen Streifen und dem schwarzen Kreis. Und am Ende geht es rein in die 30er-Zone. So sieht das hier auch manchmal aus. Schauen wir uns das mal an. Und das war wirklich noch sehr human. Das ist wirklich ärgerlich. Es wäre ein schöner Switchback gewesen, aber leider zu früh auf dem Gas gewesen, sodass er nicht durchkommen konnte. Also ich hätte ihm dieses Überholmanöver, hätte ich ihm wirklich gegönnt, also den Switchback. Aber leider Gottes hat das nicht so gut funktioniert. Da wurde ein bisschen die Geschwindigkeit des anderen falsch eingeschätzt, weil der ist natürlich, der ist auf der Innenbahn gewesen, sehr eng, der kommt natürlich nicht so gut raus wie jemand von außen, der Schwung holt und hat ihn dann dementsprechend angeschoben. Kann auch alles passieren, ist überhaupt nicht wild, weil man muss halt erstmal die Erfahrungen sammeln und ein paar Mal Sachen machen und wiederholen, damit man, naja, damit man das vernünftig machen kann. Also wisst ihr, mit Erfahrung kommt dann so, dass man Situationen besser einschätzt und Fahrzeuge besser einschätzen kann. Aber trotzdem müssen wir hier an der Stelle noch eine Strafe aussprechen.
Das sind 0,6 Safety Rating abgezogen. Alrighty, meine Damen und Herren. Wir sind Großbritannien, meine Damen und Herren. Eine fantastische Stelle in Großbritannien, wo man, naja, wie soll ich sagen? Es ist sehr rund, sehr lange sehr rund, sehr bremslastig und sehr, wie soll ich sagen, ist auch ein bisschen so mit Schwung aus dem Hintern. Mit Schwung aus dem Hintern läuft der Hase da. Und es kommt das ein oder andere Mal dort zu kleinen Handgemengen. Und auch hier ist eine Kleinigkeit passiert, die nicht zu selten passiert. Nicht zu selten. Sie kommt ab und zu mal vor. Und ich würde euch jetzt hier ganz kurz mal das Bildmaterial abspielen, was denn hier nun vorgefallen ist. Jetzt könnte man natürlich sagen, boah, du, warum jetzt? Muss ja nicht sein, ist ein bisschen Handgemenge. Aber man muss dazu sagen, hier an der Stelle, wenn man sich das jetzt hier ansieht, der Aston beispielsweise, der zieht kein Deut zurück. Ne? Also wenn man jetzt hier unten mal guckt, wir gehen jetzt auf den Aston und der Aston ist sich dessen bewusst, also hier kommt der erste Kontakt und er bleibt die ganze Zeit auf dem Gas. Er beschleunigt einfach raus und schiebt den anderen sozusagen von der Strecke. Und das wollen wir natürlich, naja, wollen wir nicht, weil das ist ja forcing another car off track, nicht wahr? Also falls auch wie vorhin oder ja wie vorhin in dem Fall, falls es dazu kommen sollte, ihr seid Single-Screen-Fahrer, guckt vielleicht nicht aufs Radar, kann alles passieren, ist auch alles legitim und ihr merkt, dass ihr beim Rausfahren auf der linken Seite einen Widerstand kriegt und das ruckelt ja auch im Lenkrad, solltet ihr vielleicht mal gucken, dass ihr ein bisschen weiter nach rechts fahrt. Und das sind so Dinge, das sind wirklich so Dinge, die kommen erst mit der Erfahrung, dass man nicht nur die visuellen Sinne benutzt und nicht nur die Ohren, sondern auch das spürt im Lenkrad, was mit dem Auto passiert. Weil wir haben jetzt hier an der Stelle sind wir natürlich ein bisschen ja eingeschränkt im Simracing, weil wir haben ja keine G-Kräfte und die G-Kräfte müsst ihr halt mit euren Händen, beziehungsweise falls ihr Buttkicker haben solltet und so weiter und so fort, müsst ihr das halt so spüren. Und hier an der Stelle, falls ihr Single-Screen-Fahrer seid und ihr guckt vielleicht nicht aufs Radar, was alles passieren kann, alles legitim ist, merkt euch das im Lenkrad. Also du würdest jetzt hier in der linken Hand, würdest du merken, dass da irgendwas nicht stimmt. Und so rausbeschleunigen und jemanden einfach so, naja, von der Strecke zu drücken, ist jetzt nicht unbedingt fantastisch und wird auch nicht so gern gesehen. Deswegen gibt es jetzt hier eine 0,6. Hier gibt es jetzt eine 0,6 für Forcing Another Car Off Track. Nicht cool, wollen wir nicht sehen. Wir wollen ja sauberes Racing haben, nicht wahr? Ein bisschen Handgemenge so beim ersten Mal wäre okay, aber dann bremsen und gucken, dass man wieder weiter wegkommt oder zumindest ihren Platz lässt und den Platz einräumt und nicht voll durchziehen und committen. An dieser Stelle, meine Damen und Herren im Gericht, Sie können jetzt Ihre Zukunft grüßen, damit Sie später bei YouTube Ihre Vergangenheit grüßen können. Haben Sie das schon mal gemacht? Sind Sie schon mal an der Zeit gereist? Nicht? Dann sollten Sie es jetzt tun, indem Sie sagen, tschüss YouTube und grüß dich Zukunfts-Ich. Dankeschön YouTube fürs Einschalten. Ich wünsche dir da draußen, wenn du es geguckt hast, einen fantastischen Tag. Vielen Dank für eure Kommentare. Lass es dir gut gehen und vielleicht sehen wir uns ja nächstes Mal bei der Aufnahme im Stream. Bis dann.